Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einem klassischen Tutorial zu dem Spiel Call of Duty Modern Warfare. Wie ihr ja wisst, könnt ihr in diesem Spiel erstmals Crossplay machen. Crossplay bedeutet, ihr könnt von der PlayStation, von der Xbox oder auch von dem PC mit euren Freunden gemeinsam spielen. Aber um das hinzubekommen, müsst ihr in einer sogenannten Activision Freundesliste vereint sein. Um das dann einfach in einer Party umzuwandeln, das zeige ich euch, wie das geht. Wir befinden uns jetzt allerdings hier in der Beta. Das bedeutet, hier sind noch nicht alle Funktionen, wie sie denn im Spiel später sein werden, verfügbar. Das werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Zum einen habt ihr hier im Startbildschirm die Möglichkeit, auf der Xbox oder am PC, wenn ihr einen Xbox-Controller verwendet, die Taste Y zu drücken. Oder auf dem PlayStation-Controller ist es da das Dreieck. Wenn ihr das drückt, kommt ihr in das sogenannte Social. Im Social habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Freunde anzeigen zu lassen. Da ich hier auf dem PC bin, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, Activision-Freunde anzeigen zu lassen oder Battle.net-Freunde. Auf der PlayStation ist das dann ebenfalls die PlayStation-Liste und die Activision-Liste. Auf der Xbox wäre es die Activision-Liste und natürlich die Xbox Live-Freunde. So, und jetzt gehe ich als erstes in die Activision-Liste und hier seht ihr schon, habe ich schon einige meiner Freunde, mit denen ich jetzt gezockt habe, hinterlegt. Es ist völlig egal, wo die spielen, denn zum anderen haben wir hier auch die Möglichkeit, das Ganze ist nämlich auch Cross-Save, was bedeutet, wenn du auf der PlayStation gespielt hast, dich dann aber entscheidest, nein, ich möchte jetzt Call of Duty auf dem PC weiterspielen oder meinetwegen auch auf der Xbox, dann wird anhand deines Accounts, wenn das dann derselbe ist, alles mit übernommen. Das ist jetzt schon in der Beta so, das heißt, ich könnte jetzt auf der Xbox weiterspielen, bin ebenfalls Level 20 oder halt einem Level, was ich halt dann erspielt habe. Also das funktioniert jetzt schon in der Beta. Allerdings kann es natürlich im fertigen Spiel dann auch ganz anders sein. Ich weiß jetzt nicht, meistens ist es ja so, dass man den Beta-Status nicht ins fertige Spiel mit übernimmt, aber da fängt man dann einfach bei Null an. So, aber hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, nochmal Y oder halt Dreieck zu drücken. Ich gehe immer jetzt vom Controller aus, mit der Maus ist das natürlich dann anders, da klickst du dann halt auf die Anzeigen, die du anzeigen möchtest. So, wir nehmen jetzt hier und dann haben wir hier wieder die Möglichkeit, hier seht ihr jetzt auch mit Leuten, mit denen ich kürzlich erst gespielt habe, oder wir haben jetzt die Möglichkeit, oben anzuhaken, Activision oder Battle.net. Ja, das ist dann halt natürlich von Gerät, also von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Es ist die Xbox, steht da natürlich Xbox Live, es ist die PlayStation, steht da PlayStation. So, aber wir wollen natürlich Activision, weil es ist ja völlig egal, wo die spielen. Um jetzt euren Freund auf diese Activision-Liste hinzuzufügen, müsst ihr dann hier natürlich dann einfach den Namen eingeben und dann wird automatisch eine Freundschaftsanfrage an ihn gesendet. Dann bekommt er diesen Hinweis und kann den natürlich direkt akzeptieren oder natürlich auch ablehnen. Sobald ihr den hinzugefügt habt, wird er natürlich dann hier in dieser Activision-Liste aufgeführt. Und dann könnt ihr jederzeit gemeinsam eine Party starten. Solltet ihr dann eine Party haben, dann wird diese hier in dieser Liste angezeigt und dann werden auch all eure Freunde angezeigt. Und dann könnt ihr hier mit denen dann natürlich loszocken. Eine Sache ist noch hinzuzufügen, standardmäßig ist Crossplay natürlich aktiviert. Das könnt ihr einfach prüfen, indem ihr in die Optionen wechselt. In den Optionen müsst ihr dann ganz nach rechts auf Konto wechseln und hier wird euch der erste Reiter angezeigt mit Crossplay und hier muss es dann natürlich auf aktiviert stehen. Wenn ihr es natürlich deaktiviert, könnt ihr natürlich nur auf eurer Plattform spielen. Aber das muss natürlich aktiviert sein. Dann gibt es hier einen zweiten Punkt, Activision-Konto. Hier ist es so, hier könnt ihr später das Konto ändern, also den Anzeigenamen, wie ihr heißen möchtet. Das geht jetzt nicht, weil es in der Beta nicht vorgesehen ist. Ich hoffe, dass diese Info für dich einmal wieder hilfreich war. Wenn dem so ist, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und lass mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da oder schreib auch gerne einen Kommentar. Ansonsten solltest du noch Fragen dazu haben, vielleicht ändert sich ja auch irgendwas, vielleicht weiß das dann die Community, dann einfach unten in die Kommentare schreiben. Ja, und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, vielleicht sieht man sich ja mal online in einem Match, dann würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich jetzt einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag oder Abend oder wenn du jetzt zu Bett gehen solltest, dann eine angenehme Nacht. Euer Hans ist raus. Cheers!